Solarlampen als Alternative zu den herkömmlichen Kerosinlampen. Diese Idee entstand, als die tansanischen Gäste anhand der schuleigenen Solaranlage der Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg Einblicke in die neue Technik gewonnen hatten. Zuvor jedoch mussten sich die Mitglieder der Tansania AG die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten selbst erwerben. Unter Anleitung von Physiklehrer Carsten Riggert wurde ein Wochenende lang das Verlöten von Bauteilen und der Zusammenbau der Lampen geübt. Während des Fluges steigt die Spannung der Gruppe. Wie wird die Unterkunft aussehen und wie wird die Begrüßung in der Partnerschule ablaufen? I'm Katharina and I'm 16 years old. We all are very happy and glad to be here with you in this beautiful country, Tanzania. And we are really excited about what we will experience in these next 3 weeks. Gina Langoni Anna. Gina Langoni Cindy. Gina Langoni Ayla. Gina Langoni Wilkisu. Gina Langoni Nika. Works.